In dieser Woche mussten die Berliner und Brandenburger ja nochmal alle Register ziehen, um gegen das neblige Novemberwetter anzugehen. Nebliges Novemberwetter in Berlin und Brandenburg. Die negativen Nachrichten überschlagen sich und wir werden richtig reingezogen in die schlechte Stimmung. Und dann soll demnächst auch noch die Welt untergehen. Da fragt man sich doch. Was ist das denn? Genau, einige können es deshalb nicht mehr abwarten. Auf geht's. Es wärmt nicht. Und machen schon mal vorzeitig die Weihnachtsbeleuchtung an. Hier zum Beispiel. Oder hier. Ich finde es nicht so besonders reizvoll, aber optisch ist es schön. Oder sie ersetzen die alten Straßenlaternen einfach gleich durch neue und versetzen die Leute damit in helle Freude. Das ist das Berliner Licht, Licht, Licht. Nehmt uns die Laterne nicht, nicht, nicht. So eine sonnige Einstellung hilft dann auch dabei, sich mit dem Nebel da draußen abzufinden. Ja, halten wir mit abgefahren. Und sogar zum Kalender der Maya gibt es ja mittlerweile Alternativen. Wir haben Nougat-Kalender, wir haben Marzipan-Kalender, da sind Pasteten drin. Da sind auch die Berliner Bären ganz aufgekratzt. Danke, lass die Bären frei! Und wollen am liebsten noch ein bisschen aufbleiben, anstatt in den Winterschlaf zu gehen. Wenn wir damit anfangen, kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie. Ach ja, in Sachen Polizeipräsident müssen wir auch nicht mehr im Trüben fischen. Endlich hat der Innensenator wieder einen Kumpel zum Spielen. Ich denke, es ist besonders was für kleine Jungs. Und zufällig hat das Parteibuch des Neuen auch die richtige Farbe. Im Winter ist immer Farbe wichtig. In der V-Mann-Affäre soll auch bald Licht ins Dunkel kommen. Also, was wünscht man sich mehr? Ja, ich habe keine Wünsche. Und so überstehen wir die trübe Jahreszeit wohl, bis nach den ganzen V-Männern endlich die nächsten Männer folgen. Also, das sind eigentlich diejenigen welche. Nämlich, genau, die W-Männer.